Der Hintergrund war, dass die Polizei früher in diesem Jahr die Koranverbrennung verboten hat. Und das liegt daran, dass Schweden nicht mehr als legitimes Terrorziel eingestuft wurde, sondern hochgestuft zu einem bevorzugten Terrorziel. Und die Bedrohung war damals sehr hoch. Während des Jahres wurden mehrere Verhaftungen vorgenommen. 5 Personen in Schweden wurden terrorverdächtigt. Im Mai wurden 2 Personen in Deutschland verhaftet, die in Schweden Terrorattentate begehen wollten. Also der Startpunkt unserer Analyse ist einmal das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes, aber der sachliche Grund ist die Sicherheitslage in Schweden. Und damit gehen wir über zu den Beschlüssen der Regierung vom Donnerstag, die der Polizei mehr Freiheiten gibt über die Grenzkontrollen. Wie der Sicherheitschef selbst sagte, haben wir in Schweden eine steigende Bedrohung innerhalb der gewaltbereiten islamistischen Bevölkerung. Die Schweden werden jetzt nicht mehr nur als legitimes, sondern als prioritiertes Ziel für Terroranschläge gesehen. Dafür wollen wir Maßnahmen ergreifen, die diese Situation hier und heute begegnet. Am Donnerstag beschloss die Regierung, der Sicherheitspolizei mehr Rechte zu geben, um mit 15 Behörden zusammenzuarbeiten. Also die Sicherheitspolizei, die Verteidigungskräfte und die Polizei arbeiten zusammen. Wegen der beeinträchtigten Sicherheit gibt es einen erhöhten Bedarf an Kontrolle der Einreisenden nach Schweden und warum sie einreisen. Die Maßnahmen sind eine Hilfseinrichtung, um Personen auszusondern, die eine Sicherheitsrisiken für Schweden darstellen. Im Mai hat die Regierung deswegen eine Wiedereinführung der Grenzkontrollen beschlossen. Das gilt bis zum Beginn des Novembers. Und die Polizei hat jetzt den Auftrag, sicherzustellen, dass diese Kontrollen durchgeführt werden an der inneren Grenze. Und dieser Auftrag wurde der Polizei weitergegeben. Es gibt einen erhöhten Bedarf an verstärkten Einsätzen. Das muss sich in den Maßnahmen der Polizei widerspiegeln, die wir unseren Behörden weitergeben. Ein weiterer Maßnahmenteil ist der Polizei, mehr Möglichkeiten zu geben. Das gibt 2 Bereiche. Das erste ist die Grenzkontrolle, die wurde im Mai eingeführt, und ein neues Gesetz, was heute in Kraft getreten ist. Das gibt der Polizei die Möglichkeit, eine erweiterte Möglichkeit für Leibesvisitationen und die Durchführung von Durchsuchungen von Fahrzeugen nach Maßnahmen der Grenzbewachung durch Videokameras. Und das Ziel dieser Maßnahmen ist, die Polizeiarbeit zu verstärken, um die Bedrohung einzugrenzen. Auch vor dem Hintergrund der Sicherheitslage im Dezember. Es ist eine strategische Beschlusslage der Regierung, um den Behörden die Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden, wie sie mit den Gesetzesänderungen vom Mai und dem heutigen Gesetz umgehen können.